Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin's mal wieder, euer Wolfi von den Provinzzockern, und ich heiße dich erstmal herzlich willkommen und herzlich gegrüßt zu einem FAQ-Video auf meinem Kanal. Die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, um was es heute geht, um die ganze Laufbahn, was bei mir alles im Leben schon passiert ist. Viele haben sich das schon von euch gewünscht, von mir, dass ich mal so ein Video und so ein kleines Format für euch extra mach natürlich. Und nicht wundern, ich habe ein bisschen einen Stift in der Hand, weil das ist jetzt in der Hinsicht für mich komplett Neuland. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt genau so jetzt auf mich zukommt. Könnte sein, dass es ein bisschen emotional wird. Also Leute, meine Laufbahn, die hat natürlicherweise so angefangen. Ich war natürlich ganz normal in der normalen Klasse. Danach war es irgendwie problematisch. Dann bin ich in die Förderzentrum abgestiegen geworden, aufgeteilt worden. Dann habe ich natürlicherweise jetzt ein paar sehr gute Freunde kennengelernt. In der Hinsicht grüße ich jetzt auch meinen Mario, Dengler Markus natürlich ebenfalls und noch viele weitere. Und ja, war richtig lustig in der Zeit, ne? Klar, ich war da noch ein bisschen so klein. Und ich habe halt mit Mario auch verdammt viel Quatsch gemacht, ne? Also richtig so rumgekichert und richtig so Quatsch gemacht, was man normalerweise wirklich in der Schule halt macht, ne? Richtig bisschen Albernheiten. Und ja, auch den René ein etwas, ja, sollte man normalerweise nicht machen. Aber in der Schule, da habe ich halt auch jemanden etwas diskriminiert. Unabsichtlicherweise, weil ich ja sehr stark ADHS damals gehabt habe. Und auf jeden Fall haben wir halt, ich und der Mario, uns überlegt, okay, was machen wir? Und dann hat es halt angefangen mit dem hier, ne? Mit dem Blob halt, ne? Was ist der Blob? Was ist der Blob? Was ist der Blob? Ja, das war halt immer damals unser Special-Teil halt, ne? Egal, ob wir in der Schule gewesen waren, Stift halt und dann irgendwas geschrieben haben. Wir haben uns immer so gegenseitig angeguckt, so immer so ganz heimlich, so war voll mega lustig, Alter. War richtig mega lustig. Ja, und dann hat es halt angefangen, dass ich halt immer und immer wieder einen oder beziehungsweise ein paar Stück gemobbt habe, natürlich unabsichtlicherweise wegen meinem überdimensionalen ADHS-Kick, was ich damals gehabt habe, was ich ja heute nicht mehr so ganz habe, sagen wir es mal so. Aber immerhin, es kommt ab und zu mal wegen was vor, dass ich mal meine 5 Minuten habe am Tag, hat ja natürlicherweise jeder. Hoffentlich. Nee, aber in der Hinsicht dann war es ein bisschen zu extrem. Dann habe ich auch noch angefangen, andere Leute zu, ja, nicht verbal, ne, persönlich zu beschimpfen, sondern ja, so leicht handgreiflich wurde ich halt, ne, gegen einen Mitschüler damals. Dann hatte ich natürlicherweise auch mehrmals Pausen. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie man dazu sagt. Musste man halt ins Sekretariat, weil man dann Pausensperre gehabt hat. Genau, Pausensperre hatte ich dann gehabt. Und das war halt dann nur vereinzelt, bis es dann richtig schlimm geworden ist, bis ich dann wirklich auch ins Lehrerzimmer nur noch reingekommen bin. Und jeder hat mich dann nur noch angeschaut und hat dann gesagt so, du bist auf der schwarzen Liste, mein Freund. Und da habe ich mir schon gedacht, so damals so, krass, kann ich jetzt auch mal wieder rausgehen, ein bisschen Spaß haben in dem Pausenhof. Ja, bis dann halt der Zeitpunkt gekommen ist, damit es auch jetzt Extreme rausgelaufen ist, weil in der Woche hatte ich dann mit Sicherheit mehr als genug Verweise bekommen, Mitteilungen, immer nachhocken und. Dann wurde ich auch dort auch selber ein Fall der Diskrimination, wurde dann von mehreren Leuten auch verbal und körperlich auch misshandelt, sagen wir es mal so. Hat ständig blaue Augen gehabt. Blaue Flecken überall und. Ja, und dann konnte ich dann nicht mehr, dann bin ich halt immer abgehauen. Da
warst damals auch noch der Hort, Tageshort, bis 17 Uhr dort bleiben und dann ab nach Hause. Bin ich auch ständig entflohen und so weiter und so fort. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt auch ein bisschen zitter. Wie gesagt, ist halt für mich Neuland, sowas zu machen. Von der Vergangenheit bis zum heutigen Zeitpunkt werde ich euch natürlich noch weiter erzählen. Und ja, und dann hat es halt geheißen, Lehrerkonferenz irgendwie. Was machen wir mit dir? Du bist ein schwieriger, verdammter, großer Ernstfall. Ja, dann hat es halt geheißen, okay, dann schieben sie mich halt ab in ein Heim. Erstmal. Woanders hin, wo ich mir auch gedacht habe, so, scheiße, ich kann nicht mehr meine Freunde sehen, was ich immer, wo ich richtig Fun gehabt habe und Gaudi gehabt habe. Ja, und dann ging von heute auf morgen nichts mehr, kein Kontakt mehr zu Mario, zu den anderen Leuten, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das sind wirklich wahre Kumpels halt, ne, wirklich wahr. Ja, und dann war ich halt in Heim. Rummelsberg, ne? Viele, eventuell schauen auch ein paar Leute jetzt noch zu von Rummelsberg. Grüße gehen raus an Martin Haselberg, natürlicherweise bester Ehrenmann. Dann, ja, noch ein paar andere, Raphael Retrari, Mike Pirbaum und hör mir auf, da gibt es noch viele weitere, was natürlicherweise dann mein Leben bestreitet haben. Und ja, auch an den Bernhard, den was ich erst kürzlich erst wieder gesehen habe bei mir in der Großstadt im Hauptbahnhof. Aber dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall war ich dann erstmal drinnen. In einer schwer erziehbaren Schule, Förderzentrum ebenfalls wieder, wo nur, wie sagt man, Kinder dort gewesen waren. Keine Frauen oder sowas, auch keine Mädels, einfach nur Kinder. In meinem Alter, in älteren Alter, ist ja klar. Und ja, und dann, wie das normalerweise damals immer das Ritual gewesen war, wenn du neu auf der Schule bist, wirst du erst mal richtig getestet. Beispielsweise, mal jetzt einfach nur ein Beispiel, alter Gameboy, der dicke Gameboy, ne, kennt ihr ja noch alle, den fetten Big Mama Gameboy. Habe ich in der Hand gehabt, ein bisschen gezockt und so, kam halt welche rüber, richtig, das ist so breitling. Haben wir gesagt, ey, das ist doch die neue PlayStation 4 und so halt, ne? Haben wir gesagt, ne, was laberst du für einen Scheiß? Nein, das ist es nicht. Ja, hab ich selber ein bisschen bewiesen halt, ne? Hab ich selber beweist. Bewiesen, ach, ihr wisst, was ich meine damit, ne? Auf jeden Fall, ja, war es dann halt so weit, dass halt mich die Zehntklässler oder die Neuntklässler dann halt auf den Prüfstand gestellt haben. Okay, Pausenaufsicht ist weg, kommen wir mal her. Toter Winkel natürlicherweise und dann war ich halt selber komplett von oben bis unten massakriert, kann man schon fast sagen dazu. Blaue Flecken und hör mir auf, ne? Das war richtig schlimm. Und das hat mich bis heute hier oben immer noch geprägt. Das hat mein Leben komplett auf 180 gedreht, ohne Scheiß. Da habe ich erst wirklich gemerkt, holla die Waldfee, was war ich nur bescheuert in meinem Leben? Was war ich nur wirklich bescheuert in meinem Leben? Dann, keine Ahnung, da war ich höchstwahrscheinlich erst mal eine Woche zu Hause, habe darüber nachgedacht und so weiter und so fort. Und es war ein sehr schwieriger Meilenstein für mich, ohne Witz. Es war richtig schwer. Dann, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt dann da noch weitergegangen ist. Auf jeden Fall war ich dann wirklich der Buhmann an der Schule. Richtig krank. Da kann ich so richtig mitfühlen, wie ich damals meinen alten Klassenkameraden, den René, richtig niedergemacht habe. Ständig auch Anzeigen von ihm bekommen zu haben in der Schulzeit, weil ich dann wirklich angeblich auch immer die Treppen runtergeschubst habe und. Ja, selber mal darüber nachzudenken, ist auf jeden Fall ein Weg der Verbesserung. Nicht der Verschlechterung, sondern eher ins Richtige. Und ja, dann war ich halt dorten. Es war richtig streng, die Klasse. Und es hat mich richtig geprägt. Kaum hat jemand mal diesen hier gemacht, an der Schule, Bank, ist der Lehrer gekommen und hat richtig drauf gedotzt, Alter. Richtig drauf, richtig bam. Na? Und da kenne ich natürlich auch noch verdammt viele in der Klasse.
Für die Rummelsberger unter uns, was das Video gucken, sind wir schon an der 10. Minute. Grüße gehen ebenfalls nochmal raus. Ja, Herr Panten hieß er damals. Ebenfalls, das war wirklich der schönste, der beste Lehrer überhaupt. Auch die Sekretariatin, die Chefin und so weiter und so fort. Hui, also wenn die gebrüllt hat, ohne Witz, sind bei mir echt immer die Tränen gelaufen. Bei jedem. Die war so streng, Alter. So richtig streng. Alter, die Waldfee. Ja. Ja, und dann ist halt es so gekommen, immer Klassen hin und her gewechselt und da war ich dann ebenfalls auch wieder der Buhmann. Und dann bin ich einmal wirklich ausgerastet in der Schule damals noch, ne? Bevor da die Schule komplett zu Ende gewesen war, weil mich dann fast die halbe Schule gejagt hat, weil ich so heftig schlimm gewesen war, habe mich nur noch zurückgezogen, habe nur noch gepetzt. Wenn der eine beispielsweise in Totenwinkel hinten geraucht hat mit 12, 13 oder sowas, keine Ahnung, oder mit 14. Ja, habe ich halt immer gepetzt, weil das durfte man ja gar nicht. Und mit selber das Rauchen habe ich ja eigentlich auch schon angefangen mit 12, 13, glaube ich, war es. Beste Grüße gehen raus an Snoop. Und ja, also das hat mich dann schon auch noch innerlich auch noch so einen Sporn gegeben, hat gleich gemeint so, fuck, jetzt bin ich die größte Petze auf der Schule. Und dann haben sich halt zwei Leute überlegt, komm, den packen wir jetzt. Den packen wir jetzt. Nach der Schule ist er fällig. Ja, bin halt rausgegangen. Hab die Lehrer gesagt, ja, könnt ihr mich begleiten, die 200 Meter rüber bis zum Hort. Ne? Da war ich ja noch bis 17 Uhr und dann ging es mit dem Shuttlebus nach Hause. Eine Stunde Fahrt. Ja, und dann haben die mich halt begleitet rüberwärts. Trotz, dass sie mich begleitet haben, haben sie nicht aufgepasst, haben die zwei Typen mich geschnappt. Einen davon. Es war wirklich Notwehr. Es war auch damals alles schon geklärt und so halt, ne, auch polizeilich und so. Das war wirklich alles komplett Notwehr. Ich habe dann wirklich gepackt, hochgeschmissen und am Boden, an Achter am Rücken. Und ja, da war ich halt ein bisschen zu übermotiviert, sag man mal so, ne. Da kam wieder das Alte raus aus mir. Ja, und dann von den Hortzeiten und so. Wurde ich dann ebenfalls dann nach dem nächsten Jahr kam halt Neulinge in den Hort. Ich bin halt die Klasse hochgestiegen. Kurz ein Jahr vor der Entlassung waren wir halt Frankreich-Schweiz. Und ich schwör bei Gott, ich bin 25 Jahre alt, bin 94er Baujahr. Wir waren 10 Tage lang unterwegs, Frankreich-Schweiz. Ich kann es bis heute immer noch nicht haben, heißen Tee zu trinken, egal. Kamille, Pfefferminz, Schwarztee, Zitronentee. By the way, egal, scheiß drauf, welchen Tee. Heißen Tee halt, ne? War ja damals Pflichtprogramm. Ja, dann waren wir Frankreich-Schweiz. Sind wir da so die Schlucht da so entlang marschiert. Und es war in der Früh immer ein Ritual, Tee zu trinken. Wenn man aufsteht, Tee trinken, dass man wirklich in Wallung kommt, dass man losstarten können. 10, 20 Kilo Gepäck hinten drauf. Und einfach marschieren. Also so krass. Ich habe fast täglich geheult, weil ich mir dasselbe alles bewusst geworden ist, was ich alles in meinem Leben falsch gemacht habe. Es fällt mir natürlicherweise ebenfalls schwer für euch dieses ganze Video jetzt noch. Ich weiß nicht, ob jetzt hier was runtertrollert oder sonst was. Ich kann es nicht versprechen, aber das war wirklich ein heftiger Meilenstein. Da habe ich fast 13 Kilo abgenommen in diesen 10 Tagen, weil ich nichts gegessen habe. Ich habe weder irgendwas, nicht einmal heimlich so am Lagerfeuer oder so, ja, gib mal wegen was, komm, gib mal wegen was so, ich habe voll Hunger so. Nicht nur das. Ich habe einfach komplett gestreikt. Am dritten Tag haben die wirklich was, so ein Trichter. Ihr kennt doch die ganz normalen Trichter, wenn man eine Flasche hat, man will was einfüllen mit dem Trichter oben, wo unten der Stängel noch raus ist, dass man was einflößen kann, ne? Ist ja klar. Waren sie wirklich dort und haben sie mich gefesselt auf dem Stuhl oder keine Ahnung. Die haben mich wirklich Hände nach hinten aufgerissen und Trichter rein, dass ich überhaupt was trinken kann. Dass ich wirklich Nahrung zu mir fügen kann. So waren die damals wirklich drauf. Ja. Und das Einzigste, was ich zu diesem Zeitpunkt immer nur gegessen habe, war eine Gurke am Tag. Und ein bisschen Bachwasser. Wirklich war Bachwasser.
Schöne kalte Wasser, Gletscherwasser, keine Ahnung, was es da war. Ja, ansonsten einfach nur noch marschieren, 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 schlafen, marschieren, schlafen, marschieren. Ja. Und ständig sind die immer so 200, 300 Meter weiter vorne gelaufen und ich war ganz hinten, ganz alleine. Wirklich, war wie ein Hund in Tierheim ganz alleine gelassen worden ist oder ein Hund an der Straße. Ne? Das war ebenfalls richtig ein schwieriger Meilenstein bei mir und da hat sich mein Leben wirklich geändert. Da hat sich wirklich mein Leben geändert. Es war zwar danach, nach den Heimzeiten und so, ja, haben die sich halt nochmal zusammengehockt. So, was machen wir denn? Der ändert sich nicht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich schon geändert. Aber das mussten die ganzen Leute dann noch nicht, ne? Die ganzen Erzieher nicht. Und so weiter und so fort. Dann hat's geheißen, okay, wir stecken dich mal probeweise ins Heim. Mal schauen, wie es gut läuft, ne? Dann bin ich nach Burg Tann gewechselt in die Außenwohngruppe AWG. Das war wirklich die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Da war meine Mom, meine Oma, Gott habe sie gnädig. Ja, das war wirklich. Holy shit. Seht ihr das mit Sicherheit? Ja. Ich kämpfe gerade wirklich auch dagegen an. Ja, da wusste ich nicht mehr, wer ich war. Wusste ich nicht mehr. Dann hat es geheißen, okay, wir probieren's. Ich bin einfach nur noch nervlich zusammengebrochen. Hab nur noch geheult tagelang. Hab mich eingesperrt im Zimmer. Meine Mom, beziehungsweise meine Oma, die hat dann am Bahnhof gewartet. Meine Mom ist dann mitgekommen. Wir haben das Gespräch gehabt. Und ich nur noch mit der Mütze so leicht übers Gesicht halt, ne, mit der Cappy-Seite, was man oben drauf hat, habe ich vor dem Gesicht gehabt. Ja, ich habe halt die ganze Zeit gesagt, Mom, es tut mir einfach leid, ich werde mich bessern und so weiter und so fort. Aber ich möchte sie nicht kritisieren oder irgendwas. Das war in der Hinsicht auch die beste Entscheidung. Es war wirklich die beste Entscheidung. Mal es zu erleben, in ein Heim zu sein, in fremde Leute, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Einfach mal zu sagen, ja, das machen wir. In der schwierigsten Zeit, auch wenn man am Boden zerstört ist, einfach zu sagen, ist mir scheißegal, das machen wir jetzt. Es wird wirklich schwer, es war wirklich schwer. Es war richtig schwer. Ich kann euch sagen, was ich dann zu diesem Zeitpunkt immer gemacht habe. Ich habe zu diesem Zeitpunkt dann auch angefangen zu rauchen. Zigaretten, ganz normal. Keine Drogen zu diesem Zeitpunkt. Kommen wir dann später noch, wenn ich Heimzeit bin. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen selbst verstümmelt, weil ich nicht wusste, wie ich mich zur Hilfe setzen, also zur Wehr setzen konnte. Hab dann die Zigaretten an meinen Fuß unten. Warte mal, ja, wie sagen, ja, so. Hab's genau hier vorne ausgedrückt. Einfach genommen und dann. Psch, hab dann so lange gewartet, bis das Blut dann schön runtergeflossen ist und ja, dann habe ich erst gemerkt, okay, der Schmerz, der tut gut. Aber im Endeffekt war das der größte Fehler überhaupt. Ne? Ja, und dann hat es angefangen, okay, ich habe mich gebessert. Hier und da und dort gab es noch in den Außenwohngruppenbereich noch ein bisschen Streit und Zoff, das ist klar. Aber sich darüber in Gedanken zu setzen, dass man jetzt in ein Heim ist, wo man 24/7 dort ein gefangen ist. Was heißt gefangen? Man hat Ausgang gehabt. Man durfte rausgehen. Man durfte Sachen erleben. 3, 4 Stunden Ausgang am Tag. Perfekt. Man lebt. Ne? Du hast dein eigenes Zimmer, du hast dein eigenes Wohnzimmer, du kannst dich zurückziehen. Du hast da auch deine Aufgaben, was du machen musst. Wie zum Beispiel kochen, abspülen. Täglich duschen zu gehen, Müll rauszubringen und, was man normalerweise auch macht, wenn man auch alleine wohnt oder so. Das ist ganz normal Leben. Das wusste ich zuvor nicht. Das wusste ich echt zuvor wirklich gar nicht. Ja, dann hat es geheißen, okay, ich habe mich eingewöhnt, 6 Wochen ist ja normalerweise klar, in der Heimzeit. Kein Heimfahrtswochenende, das war so schwer. Ich habe jeden zweiten Tag habe ich mit zu Hause telefoniert. Und meine Mom, ich habe sie so lieb ohne Witz.
ebenfalls mein Bruder. Grüße gehen jetzt auch mal raus an meinen Bruder, an meinen Schatz. Die haben es natürlicherweise auch gesehen und haben sich gedacht, ja, es bessert sich. Es bessert sich. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, die Schule ist jetzt zu Ende. Passt, was machen wir jetzt mit dir? Machst du jetzt eine Ausbildung in den Heim? Oder wollen wir dich jetzt wo in einen anderen Heim schicken? Um zu schauen, ob das da auch noch besser klappt, dass ich mich noch besser steigere. Ja, dann haben wir kurz was angeguckt mit dem Jugendamt und so. Und Dörlauingen war nicht mein Fall. Ich war noch weißer als das Licht hier, ne? Ich war noch weißer als das Licht. Kreidebleich. Das war nicht gut. Dann haben wir entschieden, okay, ich bleibe weiter in dieser Außenwohngruppe. Mach meinen Bäcker. Zu diesem Zeitpunkt habe ich erst Bäcker gemacht. Praktikum, das war top. Top. Aber die Bäcker, die sterben ja heutzutage wieder aus. Egal, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall habe ich dann Bäcker gemacht. Bin dann jeden Früh um 2 Uhr aufgestanden. 2:30, 3 runter zum Bahnhof. Auf den ersten Zug gewartet, rüber gelaufen. Halbe Stunde gewartet, bis der Meister kommen ist. Und einfach gearbeitet. Einfach gearbeitet. Sehr cool. Wirklich cool. Ja, und dann die Bäckerzeit und Heimzeit. Hat sich alles gut verlaufen. Ja, und dann hat es halt geheißen, okay. Wird auf Dauer ein bisschen schwierig, jedes Mal so früh aufzustehen und dann darüber zu fahren und und. Das war eine Sache von 1,5 Stunden halt, ne? Bisschen zu lang. Aber ja, okay, dann sagen wir es mal so. Hat sich ein bisschen bei mir was noch weiter geändert. Dann habe ich mir gemerkt, okay, jetzt bin ich in dem passenden Alter, ich bin 16, möchte gerne eine Beziehung haben, ne? Eine Freundin kennenlernen. Was Attraktiveres. Aber ja, dann wurde ich da auch noch ein bisschen verarscht und so. Und das war der nächste, habe ich mich dann gleich wieder gedacht, nee, nö, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, und dann bin ich halt gewechselt, weil dann war es ja wieder so ein Teamgespräch. Dass ich in ein stationäres, genau ungefähr 150 bis 200 Meter entfernt von den Bäcker stationiert werde halt, ne? Ist ja klar. So in einem Azubi-Bereich heißt es ja dann. Und dann bin ich erst dorthin hingewechselt, habe erst einmal einen sehr guten Kumpel, der was das Video natürlicherweise höchstwahrscheinlich jetzt auch noch anguckt. Der Martin Haselberg. Gott hab ihn gnädig, grüße dich, mein Freund. Bester Kumpel, Digga. Hab den erstmal kennengelernt. Pascal Wunderlich habe ich noch kennengelernt. Dann Dominik Hirschberg, von denen habe ich erstmal Schlagzeug gelernt. Ohne Witz, das war echt eine gute Entscheidung, um meine Aggressionen erstmal richtig schön in den Griff zu kriegen. Und ja, dann bin ich erstmal dort gewesen, war es ebenfalls wieder schwer. Wieder 24/7 zu Hause. Ja, dann Bäckerei. Ungefähr ein halbes Jahr später. Hat sich alles eingependelt, ich bin immer aufgestanden. Ab und zu war ich mal hier und da und dort ein bisschen zu spät dran, ist ja klar, weil ich mir gedacht habe, okay, Arbeit ist ja gleich um die Ecke, ich kann ja mal liegen bleiben, kann ja mal um 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr arbeiten bis um 12 Uhr, kein Problem. Ja, die ersten 3 Tage. Aber danach hat sich das ein bisschen gelegt. Das heißt, ständig blau gemacht, kein Bock zu arbeiten, mich einfach verpisst, einfach nur noch gemacht, was ich wollte. Ja, und dann war halt ein Vorfall. Ich hasse diesen Typen bis heute immer noch. Auch wenn er das Video anschaut. Junge, verpiss dich. Ich möchte nicht, dass du meinen Kanal hier anguckst oder sonst was. Ja, Marco Meier. Drecksack. Ihr kennt doch das Spiel. Ich habe jetzt hier 2 leere Schachteln. Nicht, dass ihr denkt, dass ich rauche oder sonst was, ne? Gelegentlich. Feierlichkeit oder sonst was. Ich habe hier 2 Schachteln. Habe ich mit Absicht jetzt mal daher. In einen ist was drin. Ihr wisst schon, was ich meine. Grünzeug oder so, ne? Sagen wir mal, in der kleinen ist was drin und hier ist nichts drin. Ich weiß von nix. Der macht halt diesen hier. Macht diesen hier, tauscht, 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 tauscht. Hin den Rücken und wenn du sagst rechts, okay. Bitteschön. Eine geraucht, zack, bumm. Ich war stoned, ich war nicht mehr bei mir selber. Der hat sich gedacht, okay. Der ist bekifft. Also ich. Ich war halt komplett. Hab meinen Film geschoben. Ja. Und dann bekifft in der Arbeit, hat er gesagt, okay, wir machen jetzt mal eins. Lass er mal in der Bäckerei das Fenster offen. Dümmste Entscheidung ever, Leute.
eine Arbeit selber einzubrechen. Ja, und dann waren wir auch noch so dumm und haben einfach gesprayt und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Gesprayt und dann, das Dümmste war eh so, nach der Sprayaktion, Glascontainer. Randvoll, wir sind so. Ihr könnt es ruhig unten in die Kommentare reinschreiben, wie blöd wir waren. Einfach oben rein. Einfach oben rein. 2 Tage später, Kripo, erster Weg, Glascontainer, bumm, da haben wir sie doch. Fingerabdrücke und weiß der Geier. Habe erstmal alles abgestritten, ist ja klar, weil ich war ja nicht sich selber halt, ne? Da war ich das erste Mal unter Drogen. Soll ich mal vorstellen. Ja, dann ging das jetzt noch so einen Monat weiter und bis die dann wirklich dahinter gekommen sind und mich dann befragt haben und so weiter und so fort. Das ist Kriminalpolizei, da habe ich nichts mehr zu tun. Ja, hat der Chef dann damals gesagt, letzter Arbeitstag, morgen brauchst du nie wiederkommen. Und ich, okay, krass, scheiße. Zweiten Ausbildungsjahr, fast fertig. Mist. Scheiße. Erste Lehre für den Arsch. Bäcker. Mist. Ja. Scheiße, habe ich mir dann wirklich nur gedacht. Dann haben wir überlegt, okay, Hilfeplangespräch, Jugendamt, Betreuer und so weiter und so fort. Alle wieder da. Was machen wir? Was machen wir mit mir? Ich habe mich da wirklich gehen lassen, ohne Scheiß. Ich habe mich wirklich gehen lassen. Ich habe mich weder einmal, ich habe mich einmal die Woche geduscht, habe ständig Stinkeklamotten angehabt und vor allen Dingen 2 Wochen lang, ja, ich war wirklich damals, ich habe mich wirklich damals richtig gehen lassen. Da könnt ihr jetzt schon sagen, was ihr wollt oder denken, was ihr wollt. Ich habe mich wirklich gehen lassen. Wirklich wahr. Ich habe gestunken wie der letztes, weiß schon, letztes Sau auf dem Feld. Hilfeplangespräch nur noch so gehabt oder Fenster auf oder ständig sprayen, ja. Und ist mir selber ein bisschen unangenehm. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt probierst du es noch ein einziges Mal. Du bist 17. Ausbildung Gärtner. Gartenlandschaftsbau, Galabaubetrieb. Ne? Habe ich probiert. Erste halbe Jahr, perfekt. Nach den Sommerferien kam genau einer aus der alten Schule von mir, vom Förderzentrum, wo ich am Anfang erzählt habe. Aber von diesem Typen habe ich noch nichts erzählt. Den werde ich auch in diesem Video nicht jetzt erwähnen oder sowas. Ich werde nur ein einziges Mal sagen, aber ansonsten nie wieder. Dem wünsche ich immer noch ein bisschen Pech im Leben, was man normalerweise nicht sagen sollte. Aber der hat es verdient. Ja, der hat mich dann nur noch diskriminieren vom Feinsten. Da habe ich mich schon komplett eingelebt, habe gelernt, Schlagzeug zu spielen, gelernt. Selbstständig einkaufen zu gehen und was man normalerweise immer machen sollte. Ja, und dann kam halt er. Hat wieder fast alles zerstört. Hat mich in der Arbeit diskriminiert, hat mich mit so einer Motorsense, wenn sie die so hältst, halt, ne, so Gurt rum, Sense so, zzzzt, ne? Ist mir fast unten am Fuß auch noch so eine kleine Fleischwunde. Einfach so, zipp. Hat er hinkallen und sagt, guck mal, der blutet voll. Ja, das fand ich aber nicht witzig. War dann ein paar Tage im Krankenhaus dort, Verband rum und so weiter und so fort. Ja, und dann Rasenmäher, hat er mir mehrmals Stahlkappenschuhe, ist er einfach über meinen Fuß drüber. Dann habe ich wieder nachgedacht, so, nein, oder jetzt habe ich schon wieder ein Déjà-vu. Fuck, ja, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe mich einfach nicht unterkriegen lassen. Dann hat es geheißen, okay, es war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo es ausgemacht worden ist, dass ich im Heim bleibe. Ich soll über mich selber lachen. Weißt du? Ich bin ehrlich. Ich wieg 117 Kilo. 117 Kilo mit 25. Und ich schäme mich nicht. Manche andere, die wiegen vielleicht 200 oder 400. Keine Ahnung. Mir scheißegal. Ich bin zufrieden mit mir. Jeder soll so mit sich zufrieden sein, wie der auch ist. Und ansonsten hat man nichts, was man hat. Ne? Ja, und dann die ganze Heimzeit und so weiter und so fort haben wir dann einfach beschlossen, weil ich dann kaum noch zur Arbeit erschienen bin und so. Ja, wie wollen wir jetzt weiterverfahren mit mir? Ja. 30.07.2012 entschieden, Hilfeplangespräch mit Familie und Hilfeplan, mit Jugendamt und so weiter und so fort. Ja. Morgen verlässt das Heim. Bis morgen
13, 14 Uhr ist das Zimmer geräumt. Ansonsten werden wir das Zimmer räumen. Okay, kein Problem. Bin ich halt nach Hause gewechselt. Endlich. Da war ich ja kurz vor 18. Jetzt haben wir die halbe Stunde erreicht. Moin. Ja, dann war ich zu Hause. Wusste über nichts Bescheid. So, hä? Scheiße, krass. Fuck, Mann. Ich weiß nichts. Was soll ich machen? War richtig hilflos. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, es läuft doch eigentlich wieder zu Hause. Richtig cool, keine Fetzereien, nichts mehr, null Niente. Auch mit meinem Bruder, alles easy, alles. Es hat sich einfach gegeben halt, ne? Richtig cool. Mal hier und da und dort Streitereien gehabt, so, ja, ist kein Problem. Hat ja jeder, ne? Aber okay, dann war ich halt in einer Arbeit, wo ich wirklich lange gewesen war, wo ich mich selber über 3 Jahre durchgezogen habe. Uiuiui, da habe ich Leute kennengelernt, das war wirklich schee. Das war wirklich richtig schee. Ja, und dann immer durch Zeitarbeitsfirmen, durchs Leben, ist klar. Bis auf einen Tag. Da waren wir wirklich ein bisschen zu blau. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Das habe ich schon mit Madden ausgemacht, mit meiner Family. Aber das ist ein bisschen privat. Ja, und dann zu meinem Geburtstag vor 3, 4 Jahren. 2021, glaube ich, war es. War mein Geburtstag, 13 Uhr. Tschüssikowski, die Straße gehört mir. Das war wirklich der heftigste Tag in meinem Leben. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Und erst ein halbes Jahr davor ist ein Familienteil gestorben. Da konnte ich gar nicht mehr. Da konnte ich wirklich nicht mehr. Ich war am Boden zerstört. Da hat irgendjemand mir was genommen. Mein Auge, mein Gewissen. Alles genommen. Ich war nur noch eine Hülle. Einfach nur noch eine Hülle. Ich war wirklich eine Hülle. Echt krank. Ja, und dann habe ich das Heim verlassen und dann war ich zu Hause als Zeitarbeitsfirma und so weiter und so fort. Ja. Nein, mein Geburtstag, 13 Uhr. Das erste Mal obdachlos zu sein. Wirklich war, obdachlos zu sein. Krank. Scheiße. Krank. Und bevor ich das Heim verlassen habe, Leute, da, ja, waren halt welche von Heim, sind ins Erzieherbüro eingebrochen, haben die Kassette geklaut. Ich war der Einzige im Haus, was oben geschlafen hat, im Zimmer. Hab natürlich von drinnen zugesperrt, dass ich wirklich meine Ruhe hab. Ne? Ja, hab oben geschlafen, die haben die Geldkassette genommen und haben angeblich meine Fingerabdrücke dort gesehen. Ich war oben, hab geschlafen. Hallo? Wie soll das gehen? Schlafwandeln oder was? Mach ich nicht. Ja. Dann ungefähr 3 Monate später, Gerichtsverhandlung, ich komme ins Heim. Ich muss mal in den reinrücken halt, ne? Ja. Komm mal zu Hause, bevor ich da die Arbeit begonnen habe, musste ich erst einmal eindrücken. Geil, knacki. Läuft ja nicht. Ja, und dann nach meinem Geburtstag und so habe ich die Welt umarmt. Heulenderweise, ich konnte 3 Tage lang nicht pennen, 4 Tage lang nicht pennen. Nervenzusammenbruch gehabt und so. Mein Bruder war dann bei seiner Freundin, was ich natürlicherweise ebenfalls grüße. Hi Franzi. Auf jeden Fall, ja, das war eigentlich auch unter anderem mega. Ja. Es war auf jeden Fall noch ein heftiger Schock, bevor ich ins Heim gekommen bin. Ne? Aber sagen wir es mal so, mega Entscheidung war es auf jeden Fall nicht gut. Dann haben wir einfach beschlossen, okay, wir hocken uns zusammen, wir machen einen Plan. Wohnungssuche, okay, machen wir, okay. Ja, kein Problem, kann man. Wohnungssuche erglückt und so. Dann Grüße gehen raus jetzt auch mal am Tobi. Grüß dich, mein bester Kumpel, ebenfalls mein bester Kumpel, mit dem ich heute immer noch sauguten Kontakt habe. Ja, bei dem, sagen wir es jetzt einfach mal so, den habe ich einfach durch Wrestling Promotion so halt kennengelernt habe, weil meine Mom oder so hat, kam damals zu mir her und sagt, ey, Wrestling ist in Ruhe, du bist doch voll der Wrestling-Interessente und so. Ich mag voll Wrestling, ja klar, Wrestling, WWE und so ein Scheiß, ne? Richtig geil. John Cena, weißt du, aber das war da noch nicht, ne, weil ich gedacht habe, okay, ja, geil, geil, ah. Ja, und da habe ich dann halt kennengelernt den Tobi, halt mein bester Bro, mit dem auch unter anderem auch
das hier entstanden ist. Moment. Das hier. Playoff-Zocker. Playoff-Zocker POZ. Ja, und dann haben wir halt, ja, gute Zeitvertreib halt, ne? Sind wir halt immer ins Gesprächszimmer gekommen. Okay, Tobi, jetzt zocken wir mal, ne? Ganze Nacht durchgezockt. Von früh bis spät. Wirklich war von früh bis spät. Sind wir wirklich, keine Ahnung, abends 18, 19 Uhr verabredet und dann, ja, haben wir halt die ganze Nacht durchgezockt. Und dann haben wir halt Wetten gemacht mit der Ohrfeigenwette, was ihr mit Sicherheit auch schon sehr weit unten in der Liste findet. Mit der Ohrfeigenwette, bam, Alter, wie ich richtig eine kassiert habe. Alter, das war richtig geil, Alter. Nice, Alter. Oder die eine Aktion, wo wir natürlich auch gehabt haben, ist die Paintball-Aktion, wo wir Paintball spielen gegangen sind. Echt, Mashallah, Bruder. Geile Aktion, Digga. Am besten nächsten Monat jetzt auch wieder machen, Digga, ohne Scheiß. Aber ja, bei uns befindet sich halt keine Paintball-Anlage und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, wir zocken Black Ops 2 Origins, kennt ihr jetzt mit Sicherheit auch, jeder von Black Ops 3. Black Ops 3. Ja, auf jeden Fall, da haben wir einfach Gameplays gemacht, ich habe es auf Facebook hochgeladen und YouTube hat mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich interessiert, ne? Wenn, dann brauchte man wirklich so eine Game-Capture-Card und so weiter und so fort, dass man von der Xbox 360 streamen kann und, ja. Ja, und dann da auch mal wieder ein wenig später, als wenn's, ich weiß es immer noch. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Tobi, aber lass es mich wissen, schreib mich an im WhatsApp oder sonst sowas. Die eine Aktion, da wo wir oben gewesen waren, wir wollten zocken an diesem Tag, wo du gesagt hast, ja, komm, Digga. Wir können jetzt aber nur eine halbe Stunde spielen und ich treffe mich jetzt dann mit einer Freundin. So mit einer Bekannten. Ja. Diese Bekannten hat sich dann rausgestellt, namens Tobi, du weißt es. Was jetzt nicht mehr da ist. Auf jeden Fall. Nee, das möchte ich hier nicht sagen. Das möchte ich hier nicht sagen. Hatte schon viel zu großen Ärger deswegen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Digga, kannst du dich gehen, alles gut, ja, kein Problem. Das war dann für mich dann wirklich mal wirklich so, einfach raus, bumm. So, naja, einfach mal raus, Alltag erleben, zu sagen, okay, mit dem kann man Spaß haben, mit Tobi. Klar, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keinen Alkohol getrunken oder sonst sowas, ne, ist so. Auch in den Heimzeiten, wo wir da 30 Tage lang auch mal, nee, 10 Tage lang Ungarn gehabt haben. Jeder war stockbesoffen, wirklich. Jeder war stockbesoffen. Ich war der einzigste Nüchternste, ohne Witz. Ihr könnt meinen Bruder fragen, ihr könnt meine Mutter fragen, ihr könnt die Leute aus dem Heim fragen. By the way, scheiß drauf. Ich war wirklich der Nüchternste. Einfach nur Hammer. Krass. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, der Name Playoff Zocker. Ja, und dann, ja, was jetzt gar nicht, wo ich dann noch gewohnt habe. Ich glaube, dann war ich bei Tobi selber, genau. Bin ich bei ihm eingezogen. Und dann hat es da auch immer nicht mehr wieder ab und zu mal Probleme gegeben, Schwierigkeiten. Dann habe ich eine Freundin kennengelernt, eine Ex-Freundin von mir. Anna heißt sie. Kennt ja mit Sicherheit auch der eine oder andere hier. BOZ Anna. Möchte ich eigentlich auch nicht mehr so gut darüber sprechen. Aber ja, drei Jahre meines Lebens vergeudet in der Hinsicht. Ja, dann bin ich halt dorten. Bin ich dann von heute auf morgen auch wieder rausgeschmissen worden. Mit Absicht, sagen wir es mal so. Dann, okay, ich war ja eigentlich auch nicht gerade der Hellste auf der Kerze. Oder? Keine Ahnung. Ja, Tobi, kannst du auf jeden Fall deine Meinung drunten schreiben. Auf jeden Fall, ja. Bin ich dann da draußen wieder gewesen, war wieder ein paar Wochen bei meinem Bruder. Dann habe ich wieder eine Wohnung gefunden. Da bin ich dann dort gewesen. Naja, aber wie gesagt, dann war ich auf jeden Fall in der neuen Suche nach einer Wohnung. Und dann, ja, bin ich erst mal dort gewesen. Alles cool, alles easy peasy. Hab wieder einen Job gehabt und so. Freiber das Putzer. Ja, ich habe selbst auch solche Jobs gemacht, ist ja klar. Dann,
Ja, waren halt ein paar Stück im Leben, die haben halt gleich gesagt, nee, Digga. Die haben irgendwie mit erfahren, dass ich von damals, von den Heimzeiten, da waren schon zwei, drei, vier Jahre hinter mir, oder das waren, glaube ich, 5 Jahre schon hinter mir. Ja, dass ich halt wieder was mit Drogen und so zu tun gehabt habe. Aber habe ich ja nicht. Habe ich ja nicht. Ich habe die Finger davon gelassen, weil bei mir ist Drogen komplett ein No-Go. Aber sowas von, da verliere ich alles. Ja, und dann hat es geheißen, okay. Ich gebe dir jetzt 50 Euro in die Hand. Und wenn es bis heute Abend 18 Uhr, ja, räume ich dein Zimmer aus und drohe dir und weiß der Geier halt, ne? Ja, ich natürlicherweise ein völliger Wahn, voll nur noch so, ich muss das jetzt holen, Alter. Ja, Scheißdreck halt, ne? Am Abend dann bei der Polizei, 3,5 Stunden und so weiter und so fort, Anzeige hin und her. Ja, wieder obdachlos, ne? Ja, cool. Dann war ich 3,5 Stunden bei der Polizei, Aussage gemacht und. Ja, geil, ne? Kann man ja mal machen. Dann war ich halt ja bei meinem Kumpel im Büro, nicht Büro, sondern bin dann halt über einen Monat bei meinem Kumpel untergetaucht. War dann halt dort und hab dann wieder eine Wohnung gefunden. Meine alte Wohnung, wo ihr noch kennt, mit den coolen Streams und so, wo ich auch mal bis spät in die Nacht reingestreamt habe, rumgeschrien habe und so weiter und so fort. Eckersmühlen halt, ne? Schön in meine Einzimmerbude, wo ich auch die Gurken-Challenge gemacht habe oder die 50, die 20 Chicken Burger in 20 Minuten. Na. Ja, die Wohnung halt, ne? Alles super cool, alles easy peasy. Und dann, ja, ungefähr nach einem Jahr, nicht einmal ein Jahr, bin ich halt dort auch wieder raus. Weil die haben dann irgendwie Umbauarbeiten gehabt, keine Ahnung, da war auf jeden Fall irgendwas am Bau. Und ja, da bin ich raus. Jetzt geheißen, okay, es gibt eine Alternative B, entweder bei meinem Kumpel Sven hier einzuziehen oder keine Ahnung wo. Ja, und dann habe ich natürlicherweise die Entscheidung genommen und jetzt bin ich hier. Habe jetzt auch mein Bernie seit Anfang April, oder? Mai war es, glaube ich, habe ich meinen Bernie. Und dann, ja, bevor, dann habe ich letztes Jahr, wo ich dann hier eingezogen bin, noch eine andere Beziehung gehabt. Die möchte ich nie wieder in meinen Namen erwähnen oder sonst sowas oder irgendwas in der gleichen Art. Möchte ich nie wieder sagen, diesen Namen oder erwähnen. Die hat mir einfach so schlecht getan im Leben. Mehr möchte ich nicht sagen. Das war wirklich auch eine richtig heftige Zeit. Ich habe nur noch Fokus, ich habe nur noch so einen Blick gehabt. Nur noch so einen Blick. Nur noch so einen Blick. Ja. Dann habe ich auch noch meine andere Beziehung damals verloren, die Anna halt, ne, deswegen. Weil ich dann in der Hinsicht fremdgegangen bin. Und ja, da war ich halt so drauf, mein Gott. Ja, und dann ging das in Zerbrüche. Dann waren wir noch Bayern 3 Fest und so, war dann bei uns in der City. Dann war noch der Quelle Challenge, der was ja auch einmal im Jahr bei uns immer stattfindet. Das war ewig so Höhepunkt pur, wie die letzten ins Ziel eingeflossen sind und so um 22:30 Uhr Feuerwerk und so mit emotionaler Musik und so. Ey, mir sind die Tränen runtergekommen. Mir hat so richtig geschmerzt. Ich musste heulen. Ich musste wirklich heulen, Alter. Normalerweise bin ich ja nicht so einer. Aber ja. Da wurde mir auf jeden Fall wieder das Herz geschlossen. Ich habe abgeschlossen. Habe mich ein paar Tage hier eingesperrt. Ne? Aber dann ist die schönste Frau in meinem Leben. Oder überhaupt in meinem Leben, in meinem ganzen Leben, ins. Ja, hat mir die Tür geöffnet, das Fenster geöffnet. Ja. Ihr kennt sie jetzt auch schon mittlerweile alle, fast alle. Cosplay Carrie, meine süße Maus. Na? So schaut's aus. Ja. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ja, die meldet sich. Ganz cool, ganz gelassen. Mann! Ganz gelassen. Aber dann hat sie gesagt, ja, eine Woche später, ich melde mich. Ich schreibe dir nächste Woche. Meine Freundin ist halt da. Ja, okay, kein Problem. Habe ich akzeptiert. Innerlich habe ich mir gedacht, so, ach ja, meldet sich, ne? Meldet sich. Aber sie hat sich wirklich dann gemeldet. Dann haben wir das erste Treffen ausgemacht und so. Glaubt mir, das war so
das tollste Gefühl überhaupt, komplett in meinem ganzen Leben zu haben, aber vom Feinsten. Mal wirklich die Liebe zu erforschen und so weiter und so fort, ne? Die Liebe selbst am ersten Date. Normalerweise heißt es immer am ersten Date so, pff, wie schaust denn du aus? Schuhe? Naja. Haare? Boah, nee, oder? Muss doch nicht sein. Bart? Na, kratzt voll im Gesicht. Nee, tschüss. Ja, mein Gott, habe ich davor auch gehabt, ein paar Dates. 10-Sekunden-Date. Da hatte ich ja noch mein Bart hier, der war ja locker noch so ein Stück halt, ne? Ja, aber dann habe ich halt meine Gitarre geholt, meine E-Gitarre. Und das war mir aber trotzdem so peinlich, ne? Bis heute ist es mir immer noch so peinlich, beim ersten Date eine E-Gitarre dabei zu haben. Ja, moin. Auf jeden Fall hat sich das dann so gleich ergeben am ersten Date. Ja, wir wollen uns noch mehr kennenlernen und so halt, ne? Und das ist bis heute geblieben. Ich lebe sie immer noch wie am ersten Tag. Ich bin so richtig stolz, dass ich sie habe. So oder so. Und ja, da wird auch nichts weiter über sie gekommen. Weil man kann sagen, seitdem ich sie kenne bis heute, sind locker 20 Freunde von mir, ehemalige Freunde, die habe ich in den Stich gelassen. Die habe ich gesagt, verpiss dich. Du redest nichts über meine Zukunft mit ihr. Oder schlecht reden oder sonst ein Scheiß. Ne? Kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Überhaupt nicht. Einfach im Leben aussortiert. So ein Ding ist es. Ja, und sie hat mir die Kraft gegeben, durchzuhalten. In den letzten Jahren, kann man sagen. Ja. In der Hinsicht, wir lieben uns beide einfach hardcore, Alter, ohne Scheiß. Wir können einfach nicht mehr voneinander loslassen. Wir hatten nur einen einzigen Streit in unserem Leben gehabt. Der geht mir immer noch voll unter die Haut. Und apropos unter die Haut, Leute. Durch die ganze Vergangenheit, was das Heim anbetrifft, die Schule, Ausbildung und, Obdachlosenzeit, habe ich mir ja einen stechen lassen, ne? Kennt ihr mit Sicherheit jetzt auch schon. Meine zwei Wölfi halt, ne? Einer mit geschlossenen Augen in die Vergangenheit. Waage ist mein Sternzeichen. Und mit offenen Augen sollte man durchs Leben gucken. Ne? Denk dran. Mit geschlossenen Augen kannst du immer zurückgucken. Einfach da hocken, Augen zu, an die Vergangenheit denken. Aber mit offenen Augen durch die Tür bist du immer noch herzlich willkommen. Aber wenn du mit geschlossenen Augen durch die Tür läufst, hast du eine Riesenbeule. Ja, was soll ich denn sonst noch sagen? Ich bin jetzt zurecht. Das hier seht ihr ja auch immer und immer wieder in den Livestreams, mein YouTube-Symbol. Ja, ich habe einen Beamer da hinten. Mit Sicherheit seht ihr hier jetzt auch noch die zwei Geschenke. Das ist das Geschenk hier, das ist ein Wolf von meiner süßen Maus, die Freundin. Das hier ist mein Lieblingscharakter, den habt ihr ja schon gesehen in Minecraft, Aimikaze. Könnt ihr auch lieben gerne mal nachgucken. Und ja, ansonsten, das war jetzt meine Vergangenheit, meine komplette Vergangenheit. Ja, das sind ungefähr jetzt fast 20 Jahre dazwischen. Nein, okay, 20 Jahre jetzt nicht, sondern 15 Jahre, 16 Jahre. Kommt sehr gut hin. Ja, und was ich dazwischen noch alles kennengelernt habe, ne, nach den Heimzeiten, vor 3 Jahren oder vor, ja, 3 Jahren ungefähr war das, da war ich auch noch Schausteller, da war ich noch unterwegs. Grüße geht raus, jetzt endlich mal am Pille. Am Pille, Alter. Endlich mal. Ja, bester Kollege ever. Dann haben wir gesagt, okay, er ist gerade bei mir in der City. Mit Wohnwagen und so, ob ich jetzt irgendwas zum Zocken habe oder so. Da hab ich gesagt, ja klar, ich habe eine Xbox 360, ich komme mit Black Ops 2 vorbei. Zack, ich war hinten, Wohnwagen gechillt und so. Dann von KIZ, Hurra, diese Welt geht unter. Digga, immer wenn ich dieses Lied anhöre, ne, ich muss immer daran denken, wie wir da hinten gezockt haben, Alter, ohne Scheiß. Mega geil. Mit Fritz und so und
Ja, Mann, das war richtig mega. Das war mega. Da hat mich das auf jeden Fall auch noch angespornt, ein bisschen auf Schaustelle zu machen und so. Aufbauen, kostenlos fahren, abbauen, vielleicht mal mitzureißen oder so. Geil. Geil. Ihr müsst echt das auch mal machen, Leute. Erstens, ihr könnt ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Was heißt ein bisschen? Minimal, so. Es geht. Darüber redet man normalerweise nicht, aber wenn ich sage, es geht, dann ist es auf jeden Fall 70 € Spiel auf jeden Fall gegönnt. Mehr als gegönnt. Ja, aber Schausteller, das ist halt ein Leben für sich selber halt, ne? Das ist ja klar. Und ja, dann ein Jahr später, oder ne, beziehungsweise 2 Jahre später, vor 3 Jahren, genau. Ja, 3 Jahren. Dann habe ich dann Street Fighter Videos hochgeladen auf meinen alten Kanal. Street Fighter, Schaustellerleben. Dann bin ich auch mitgereist mit dem Kevin, mit Basti ebenfalls, glaube ich. Ja, okay, der Basti, der hat ja immer zuguckt. Steht er da vor mit der Shisha? Das sagen die anderen schon, ey, brauchst du nicht da dort stehen und zu gucken. Komm mit, hilf jetzt mal. Was macht der? Steht dort ein. Ist mir doch scheißegal, mach doch mal die Arbeit. So geil. Ja, aber das gehört halt auch mal dazu. Aber na gut, Leute, dann möchte ich euch jetzt mal entlassen wieder in die Freiheit. Ich hoffe, euch hat das Video wirklich gefallen. Schreibt mal eure Meinung, was ihr über mir jetzt denkt, unten in die Kommentare. Ich weiß, es war jetzt viel Gelabere von mir, aber im Endeffekt wisst ihr jetzt komplett Bescheid. Ich hoffe, dass ich in Zukunft jetzt noch meinen Führerschein machen kann, dass ich hier auf YouTube jetzt auch mal ein bisschen größer werde und nicht nur so 1000 Abonnenten, sondern mal wirklich so 20, 50.000 Abonnenten. Das ist mein Ziel. Wenn nicht noch 100.000 Abonnenten oder so. Ich möchte endlich mal krasse Erfolge in meinem Leben haben und nicht immer nur so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, Leute, schreibt unten alles in die Kommentare einfach da unten rein. Liken nicht vergessen, weil jetzt wünsche ich mir wirklich mal die 500 Likes. Für dieses Video, die 500 Likes müssen sein, Leute, ohne Scheiß. Das wünsche ich mir jetzt wirklich mal von Herzen. Aber wie gesagt, wenn du auch alles angehört hast von mir, dann schreib jetzt bitte in die Kommentare Hashtag Ehrenmann, Hashtag ich gönn dir 100k. Okay? Also Leute, vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Kuss geht raus an alle, die was das Video jetzt komplett bis zum Ende geguckt haben. Hab euch lieb. Bis bald. Wir sehen uns auf YouTube wieder. Mein Name ist Wolfi. Den Namen Wolfi habe ich mir deswegen genannt. Wegen meinem Tattoo halt, ne? Ist ja klar. Also Leute, haut's rein. Euer Wolfi. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.